Oh Gott, was war das? Was ist ein Headbutt? Denkst du, du erwisch mich mit dem Headbutt? Ja, ich bin noch gerade dabei. Hello, friends. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es heißt, tötet den Drachen oder werdet vom Drachen getötet. Bei Skyrim VR. Wie gesagt, letztes Mal nicht wundern, wieder gleiches Stress, weil ich direkt weiterspiele. Wir waren in dieser Höhle drin und haben einen Vampirmeister getötet. Richtig fucking intens. Und kommen hier raus, freuen uns über unseren Sieg. Und dann kommt dieses Geschöpf da auch noch da. Oh, es bleibt spannend. Puh, will ich nicht viel reden. Mach mich mental bereit. Oh Gott, das wird was. Wir brauchen einen Plan. Wegrennen. Und los. Ich will in Sicherheit gehen. Da ist er. Treffe ich überhaupt? Ja, er ist vergiftet. Bin nicht mal sicher, ob ich ihn überhaupt treffe. Ich muss ihn doch treffen. Dann macht er gar nichts. Wahrscheinlich sieht er mich nicht. Vielleicht ist er blind. Komm! Komm mit mir, Bro! Bloß nicht wegfliegen! Flieg bloß nicht weg, ich sag's dir! Gott, ist der weit oben! Oh Gott! Erschreck mich doch nicht so. Oh Gott, was war das? Was ist ein Headbutt? Denkst du, du erwischst mich mit dem Headbutt? Ja, ich bin noch gerade dabei. Ich fürchte euch nicht. Ich glaube, das ist ein Drache, der nur Headbutts kann. Der kann vielleicht nicht Feuer speien. Vielleicht ist es halt ein untalentierter Drache. Irgendwie tut er mir leid. Irgendwie tut er mir leid, dass er nicht Feuer spucken kann. Oh, jetzt kommt er runter. Oh Gott! Hat er viel Energie. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Pfeile habe. Was mache ich, wenn ich nicht genug Pfeile habe? Guck mal, ein Drache. Interessiert dich halt. Ja, jetzt interessiert es dich, ja? Na also. Puh. Gib mir deinen Stoff. Doch, ich kann das.
Ja, Verbrennungsdrache. Hallo? Mein Stoff. Puh. Beugt euch nieder vor dem Drachenherrn. Scheiße, und ich kann's nicht tragen. Ja, gut, die Schuppen nehmen wir. Nee, ich nehm's nicht. Das kann's nicht nehmen. Ist zu schwer. Puh. 130 Eisenpfeile, ja, nach wie vor. Immerhin. Das war doch mal geil. Okay, wo müssen wir hin? Gucken uns nochmal die Karte an. Wo sind wir denn eigentlich hier? Ah, wir sind bei den Helgen. Okay. Auf nach Helgen. Puh. Ein Headbutt-Drache. Ich glaub's nicht. Oh, schön erfrischend wieder. In der Höhle in der letzten Folge war es mir definitiv ein bisschen zu heiß. Die Situation war mir zu heiß. Sturmmantel. Da oben ist ein Lager. Das müssten. Ja, ein Lager der Sturmmantel. Vielleicht haben wir hier was zum Handel. Nee, haben wir nicht. Na, vielleicht können wir. Was können wir denn hier machen? Wir kennen unsere Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Und ja, schub's mich weg. Erwartet sie. Genau. Ja, das machen wir in Dingsbums. Oh, ich vergesse jedes Mal die Stadt. Da haben wir auch ein Turning Rack. Da können wir unser Leder verarbeiten. Aber jetzt gehen wir erstmal zu unserem eigentlichen Ziel. Oje, oje. Mal kurz die Linsen auf meine Konfiguration einstellen. So 26 ist so meine Range. Das müsste wahrscheinlich bedeuten, dass ich recht nah beieinander liegende Augenabstände habe. Also Augen hab. Irgendwie so. Na, Erz holen wir jetzt diesmal nicht. Warum liegt ein Fall? Erz nehmen wir jetzt mal nicht. Wie gesagt, ich habe viel zu wenig Platz. Wie viel haben wir? Schaden erleidest. Besser dort, Hasshal. Nila. Bin ich vergiftet oder so? Hab irgendeinen Malus drin, ja. Oh nein. Ich hab Vampirismus. Müssen wir uns auf jeden Fall in der Stadt gleich heilen. Oh ja. Kennt ihr das noch? Helgen? Wir sind mal geflüchtet. Hier wurde uns beinahe der Kopf abgehackt. Und jetzt ist hier alles Schutt und Asche.
Na gut. Kurzes Intermezzo. Oh Mann, es wird wieder so dunkel. Ich glaube, so spät ist es gar nicht. Ich glaube, einfach so dunkel, weil es mal wieder stürmt. Ach, war das spannend. Das liebe ich einfach an Skyrim. Diese zufälligen Situationen. Ja, lieber Waffenbereitschaft. Ach, das ist der von vorhin. Der einfach weggelaufen ist. Weil irgendwie sehe ich dich ziemlich oft. Warst du nicht am Anfang auch? Läuft er den ganzen weiten Weg entspannt hier rum. White Run. Bis jetzt haben wir doch eigentlich viel erlebt, muss ich schon sagen. Bin zufrieden. Ist halt ein langer Progress bei Skyrim. Ja, da gibt mir jemand recht. White Run. Geht halt ewig. Aber das ist so typisch für Open-World-Spiele. Kann man nicht sagen. Na, ah, das kennen wir davon irgendwo. Ja. Die Mächtersteine. Wenn du es, während die Sonne untergeht. Oh nein. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Wir müssen zurück zur Stadt. Es wird scheinbar doch dunkel. Wir müssen uns auf jeden Fall heilen. Ich hoffe, wir können uns noch heilen. Ich will kein Robert Pattinson werden. Der ist mir viel zu weiß. Nee. Das tue ich mir nicht an. Kein Robert Pattinson. Nie im Leben. Kannst du vergessen. Oh Gott. Überrascht mich jedes Mal dieses Getose. Die haben hier kein Alchemisten, glaube ich. Nee. Ach, hätte ich mir ja denken können. Vampire, Biss oder Schaden gibt Vampirismus. Wir auf jeden Fall ein bisschen mehr beeilen sollen. Fuck, es wird so schnell dunkel hier. Oh, und wehe, die Läden haben zu. Wehe, die Läden haben zu. Nehmen wir mal eine kleine Abkürzung. Keine Zeit, tut mir leid. Oh, ziemlich hoch. Nicht, dass wir uns wieder die Beine brechen. Ach nee, das war bei Alex. Boah, ich sehe schon gar nichts mehr. Es ist viel zu dunkel hier. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Schnell. Heilmittel. Aus dem Weg. Bitte habe auf. Ja, sie hat auf. Hallo?
Hallo? Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Ja, ich hab eine Frage. Wo bist du? Wo sind sie? Ich brauche... Oh, ne, nicht knacken. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche... Ja, ich hoffe, ich störe jetzt nicht, aber... Meine Hilfe braucht. Ich werde zum Vampiren. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank... Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Zürich. So, ihr seid also eine Heilerin? Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Hätte gut. Ich einen Septim für jeden Fall von Ja, das haben wir schon alles gehört. Seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche... Nee, das bringt mir nichts weiter. Ich glaube, ich muss... Ich muss zum Schrein. Nein, warte, die hat doch... Fuck! Die hat doch... Wie fühlt ihr euch? Ihr seht die hat doch, sich um eine Ataxie... So etwas in diesen Mauern hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch... Ist nicht dein Ernst. Wo ist sie? Oh, come on. Hallo? Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Wie fühlt... Ihr seht etwas blass aus. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? So. Wenn das jetzt nicht funktioniert, habe ich Pech. Okay, Objekte und Trank gegen Heilung. Oh, bitte. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Und? Wir sind geheilt. Puh. Oh Gott! Ihr hättet nie herkommen sollen. Das wollten... So. Wir sind geheilt. Kein Vampir mehr. Ich möchte gerne noch was verkaufen. Ja, lass uns nochmal bitte verkaufen, ganz kurz. Ich weiß, du willst Feierabend machen. Ja. Aber gegen Zaubertränke sagst du bestimmt nicht nein. Sie, meine ich. Das verkaufen wir. Das und das und das. Und das und das und das. Und das. Nee, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Weg. Ja, gut. Frostsalze da, das ist sehr viel wert. Bei Alchemie mache ich jetzt sowieso nicht. Kannst vergessen, also weg mit. Vampirstab gibt dann 90, wenn ich alle verkaufe. Gut. Frostgift. Oh, machen wir auch weg. Weg mit dem Kack. Und das? Na gut, ich mach brauche ich nicht. Weg mit. Sehr gut, dann gehen wir mal raus, bevor wir auch noch ein Kopfgeld bekommen. Wegen Hausfriedensbruch. Ja, ist mir schon bewusst. Tschüss. Oh, kein Vampir mehr. Es fühlt sich gut an. Ich denke mal, wir schlafen jetzt bis zum nächsten Morgen. Dann verkaufe ich den Scheiß. Und dann schauen wir mal, dass wir uns ein Haus kaufen. Ich zeige euch erstmal die Taverne. Kommt herein. Weil die Taverne ist an sich auch was Nices. Ich schicke euch jemanden hinüber. Wenn sich hier die Scharen von... Windhelm. Ich hoffe, ich habe diesmal die richtige Stadt benannt. Sammelt. Puh. Was haben hier Kinder zu suchen?
ist ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten, von Rorikstad stammt. Großreden schwang er, die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Bis morgen. Hat der Rote kein Wort mehr gesagt. Guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Nein, die Frau war nicht in meinem Zimmer. Die hat nur geguckt, dass das Bett sauber ist. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Mal gucken, was der Tag heute so bringt. Nutzen wir kurz die Gelegenheit. Oh Mann, fällt er mir voll ins Wort. Und gucken uns die Charaktere mal ein bisschen näher an. Ich weiß, man guckt sich Leute eigentlich nicht so an. Aber es ist eine recht hübsche Frau, finde ich. Leute, denkt sich, was für ein Creep. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Okay. Dann. Ah, schönes Wetter. Sehr schön. Dann verkaufen wir mal unseren Zeug. Tränke haben wir ja jetzt verkauft. Wir können unsere Waffen und Loot verkaufen. Da gehen wir zum... ist auch noch zu. Wann macht ihr denn auf? Ja gut, dann... Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Ach so, du verkaufst auch was, okay. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eorl und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Okay. Ich will nur eine faire Chance. Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Oh, schlechte Perspektive. Okay, gucken wir mal. Was? Kann ich ja gar nichts verkaufen. Okay, schlecht. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, wenn ihr aufmachen würdet, würde ich das gerne tun. Na gut, aber dann machen wir erstmal... Oh, die Perspektive ist so elendig. Also erstmal brauchen wir Leder. Ich weiß nur nicht, wie viel Leder. Machen wir einfach mal... Leder... Und Leder... Und Leder... Leder. Irgendwie ist die ganze Perspektive ein bisschen komisch. So. Fellrüstung. Auf jeden Fall können wir mal Beutel machen. Ah ja, das können wir mal machen. Das brauchen wir. Machen wir nochmal. Und dann gucken wir mal, was können wir gebrauchen. Aber wisst ihr was? Ich möchte euch jetzt nicht lange damit aufhalten. Ich zeige euch dann das Ergebnis, okay? Bis gleich. So, wir sind fertig. Wir schauen uns die Zahl an. Oh, oh, oh. Fast das Doppelte. Und zwar, weil wir haben jetzt seitlich links, seitlich rechts, hinten rechts, hinten links, vorne links und vorne rechts. Ich glaube, wir sind voll. Das ist jetzt mal Kapazität en masse. Ich will gar nicht wissen, wie ich aussehe. Schon alles voller Taschen. Nice. So können wir es lassen. Jetzt sind wir ein richtiger Abenteurer. Können wir irgendwas schmieden? Irgendwas Gutes? Pfeile. Ah, Helme mit Perücken. Nice. Aber keine Rüstung. Keine Seebär-Augenklappe. Oh, mal 100. Ich bezweifle es.
Super empfindlich, macht keinen Sinn. Ja gut. Ah, da kann man die Beatrice machen. Okay. Ja gut, können wir jetzt rein und unser Loot verkaufen? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch schwer. Natürlich. Der Herr ist auch mal wach. Guten Morgen. Ich fasse jetzt zart deine Hände an, nur weil ich verkaufen möchte, ja? Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl. Männer, was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Es hat auch die Kollegen gesagt. Kann ihr nichts verkaufen? Was ist los mit dir? Kann ich echt gar nichts verkaufen hier. Na gut, dann hat sich's erledigt. Geschäfte zu machen. Tschüss. Ja gut, wo krieg ich mein Zeug los? Ah, das ist auch ein Händler. Dann gucken wir mal da rein. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas. Guten Morgen. Alles steht. Was habt ihr zu verkaufen? Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Schön. Gut zu wissen. So. 1000 kriegen wir dafür. Kann ich eigentlich falschen? Glaube nicht. Na gut. Bitteschön. Oh, sehr schön. Viel, viel Kohle. Ja, wir müssen eigentlich das da anziehen. Ja, oder behalte ich es oder verkaufe ich es? Ich bin mir nicht sicher. Wir verkaufen es. Und verkaufen. 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 Und natürlich verkaufen. Und das verkaufen wir auch, weil ich dann das andere anziehe. Ja, komm, da kriegst du geschenkt. Will mal nicht so sein. Sehr cool. Bitte kommt wieder. Gerne, gerne. Wie viel Geld haben wir? Locker, da ist locker ein Haus drin. Wir kaufen uns ein Haus, wir kaufen uns ein Haus. Das ist fast wie bei Sims, nur ohne Einrichten. Gott sei Dank. Dieses elendige Einrichten. Wo ist er? Da, Pontius Pilatius. Guten Morgen, ich möchte endlich ein Haus kaufen. Schön für dich. Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Kann ich euch vielleicht helfen? Ja, ich möchte ein Haus in dieser Stadt kaufen. Für 5000 Goldstücke. Und ich habe dieses Geld, glaubt mir. Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ja, sag ich doch. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem Danke. Neuen Heim. Nice. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Es müsste reichen. Natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Auf jeden Fall machen wir eine Dachbodendekoration. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen.
Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Und dann... Schlafzimmereinrichtung. Tut mir leid, aber es scheint, als hättet ihr hierfür nicht genug Gold. Oh ja, dann schlafe ich halt auf dem Boden. Ja, ich denke mal, diese Folge wird daraus bestehen. Diese Folge besteht daraus, dass wir uns ein Haus endlich gekauft haben und endlich unseren Loot ablegen können, den wir nicht verkaufen wollen. Einen intensen Drachenkampf hatten wir ja schon. Ich glaube, das ist unser Haus. Oder? Ja. Ziemlich dunkel hier. Oh, muss definitiv ein bisschen Licht rein. Viel zu dunkel hier. Oh, jetzt muss man alles hier einrichten. Viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Ich sehe nichts. Oh je, oh je, oh je. Warum ist es hier so dunkel? Ja, immerhin haben wir hier eine Truhe. Und... ist das auch? Nein, ich sehe ja nichts. Und da ist auch nicht eine Fackel, mache ich jetzt keine Hand. Das ist eine Holzhütte. Fackel ich hier alles ab. Also. Machen wir mal alles rein, was wir nicht brauchen. Das Hundefleisch kann man da reinmachen. Keine Ahnung, warum ich das habe. Ja, komm. Alles rein. Alles, was Gewicht hat, muss da rein. Das lesen wir uns gleich mal kurz durch. Ah, wir haben hier noch... Und hier noch, ja, die Bücher. Alles, was Gewicht hat. Das Silbererz. Oh, Mann. Na, komm. Ich schieb das nicht mit dem Sortieren irgendwie. So. Ja, das ganze Silbererz machen wir rein. Drachenschuppen auf jeden Fall. Na, was ist jetzt los? Um die Gottes Willen. Verwirrend. Diese Menüführung. Das kommt rein. Ich mache einfach alles rein. Alles, was ich nicht mehr brauche. Papierrollen. Alles, was Gewicht hat. Wo den Schmuck holen wir wieder. Ja, kann man nicht, okay. Den Schmuck holen wir wieder, weil das können wir dann wieder verkaufen. Das da, nein. Ach, wenn es nicht viel Gewicht hat, das machen wir rein. Okay. Gib mir den Schmuck, weil den können wir verkaufen dann. Gut, wir sind wieder leer. Können wir weiter. Gott, es ist dunkel. Gut. Wir haben also jetzt ein Haus.
brauchen also wieder ein Ziel. Gucken wir uns mal die Karte wieder an. Ich habe mal jetzt alle Quests aktiv geschalten. Somit müsste man auch unsere Ziele... unsere Ziele sehen. Der vergessene Turm, waren wir da nicht? Der vergessene Turm, da waren wir doch, oder nicht? Ach so, nein, wir sind diesen Weg gelaufen, okay, okay. Lass mich mal überlegen, schwind. Wir sollten auf jeden Fall nach Falkenring, hat man uns gesagt. Festung Dämmermacht müssen wir auch hin. Von da kommen wir gerade. Da den ganzen Weg nochmal zurückzulaufen? Nee, danke. Falkenring, da haben wir es doch. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Falkenring. Markierung platzieren. Und sprechen mit dem Jarl. Welchen Weg nehmen wir? Wir nehmen natürlich den oberen Weg, damit wir uns auf eine lange Reise begeben können. Also, nächstes Ziel, Falkenring. Kommt doch mal in Bellators Laden am Markt vorbei. Ja. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Dass wir vielleicht noch einen kleinen Dungeon machen? Wird knapp. Da müsste entweder jetzt ein Dungeon kommen. Oder vielleicht eine kleine Festung. Müssen wir schauen. Ungefähr 15 Minuten haben wir noch. Gucken wir einfach mal, was uns so in die Quere kommt. Hallo Sie? Na, Krupp. Ich helfe meiner Mutter Arok mit der Jagd. Wir okay. Versorgen die Festung mit viel Fleisch und Tierfell. Mhm. Okay, viel Spaß. Ja, so ein anderes Wetter wäre auch nicht schlecht. Ja, okay, das ist von uns eingenommen worden. Ja, so ein anderes Wetter wäre auch nicht schlecht. Immer das gleiche trostlose Wetter. Schon wieder du! Ich hab dich im Auge. Hm? Warum lernt ihr so? Ach so, Katzen mögen kein Wasser. Orks auch nicht. Die Festung hatten wir noch nicht. Habt ihr Bock? Ich frage euch, habt ihr Bock? Okay. So am helllichten Tag.
Dreck. Noch ein Bogenschütze. Ja, dann tu doch. Komm. Headshot. Sehr geil. Kurz aufatmen. Positionwechsel. Puh, der war gut. Legolas war stolz auf mich. Oh, das Schwert wollte ich gar nicht. Das kannst du gerne wieder haben. Nicht für Pfeile. Gut, es sind Banditen. Ich habe also die Freigabe, habe nichts falsch gemacht. Ein D3-Herz. Drachenbaum. Pfeile. Oh, kann man gut verkaufen. Ja, ist 300. Oh, war geil. Ah, hier kann ich vielleicht noch ein paar Sachen verbessern. Ah, nein, ich habe... Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Dass wir unsere Ausrüstung ein bisschen verbessern. Wenn ich jetzt schon nichts Ultimatives finde in der Zeit, dann verbessere ich wenigstens meine derzeitige Ausrüstung. Okay, Pfeile brauchen wir keine mehr. Davon haben wir jetzt erstmal genug. Okay, wir nehmen auf jeden Fall nicht den Vordereingang. Wir nehmen den Hintereingang. Das Wetter ist uns hold. Und nicht Ruhe haben wir. Lederriemen haben wir jetzt genug. Mal gerade mal gucken, wo der... Oh, fuck. Na? Ihr habt euch eine schlechte... Na, die Flöte wollte ich jetzt nicht, aber... Mein Gott. Dann nehmen wir halt die Flöte mit. Odin! Hallo! Ah, ich kann keine Treppen laufen. Ja, du auch nicht, gell? Ja. Wo ist denn hier der Eingang? Es gibt doch eigentlich ein... Ein Hintereingang, soweit ich weiß. Ah, da. Okay. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal, habe ich gesagt. Scheinbar müssen wir doch den Vordereingang nehmen. Die killen wir jetzt noch schnell. Da nehme ich euch jetzt noch mit, bis wir die heutige Folge beenden. Okay, dann wollen wir mal. Was war das jetzt schon wieder? Das Ei
Und vergiften. Oh, hält er viel aus. Oh, da hält er viel aus. Das waren alle. Yol-Hall. Besserot Yol-Hall. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Habe es satt, immer entwaffnet zu werden. Ist doch eine Banditin gewesen, oder? Hätte ich die jetzt nicht töten sollen? Wenn... Bestimmt hätte ich die töten sollen. Nela. Ah, super. Super. Wenn man nichts sieht. Ich krieg nur Stiefel leicht. Was hab ich für welche? Fisch, 8. Ja, hier haben wir die Pelzrüstung 34. Und wir haben 39. Okay. Ein bisschen mehr Verteidigung ist nicht schlecht. Eine Tür, aber die führt nach... Ah, die geht runter. Okay, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ich weiß, die Zeit ist leider um. Dann haben wir ein paar Minuten über. Ich denke mal, das ist okay. Leichte Rüstung. Nehmen wir mit. Weil irgendwann mache ich eine Lesestunde, habe ich ja mal gesagt. Ein kaiserlicher Soldat, ja, die haben hier üble Sachen getrieben. Schätze ich mal. Oh, eine Truhe. Sehr gut. Helfen. Ja, kaufen. Geld, oh, ein bisschen mehr als 7. Sehr schön. Wir uns noch mal hier um. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Und den Kerker machen wir dann morgen, beziehungsweise in der nächsten Folge. Und uns noch mal kurz hier um.
Ja, übel. Übel haben sich hier Leute verbrannt. Ja, auf jeden Fall ein Grund, sie alle zu richten. Ihnen das Geld wegzunehmen. Und da ist wieder die Wand. Oh, nachher Truhe. Easy. Eine Falle. Ohne mich noch mehr Fallen. Keckes. Ja gut, machen wir hier Schluss für heute. Ich denke mal, das geht hier noch ein bisschen länger. Hoffe ich auch zumindest. Dann haben wir noch mal Scan Udin. Ja, ja, pst, muss kurz Ende machen. Spannend. Doch, ich liebe Skyrim. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, euch gefällt euch die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir hier noch ein bisschen Tabula Rasa. Und gucken, dass wir nach Falkenring gehen. Und vielleicht werden wir den einen oder anderen doch noch killen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Anarum Fox. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.